Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Dungeon Defender 2 mit die Bloody Knight und mit die Darken, die da hinten rumrennt. Hallo! Guten Tag. Hallo, hier spricht Zwettl. Oh, hier ist ein Frosch! Hier ist ein Frosch! Wo ist ein Frosch? Da ist ein Frosch. Hallo Frosch. Hi Boy. Ich drück schon mal auf G, damit wir sehen, wo die Gegner ankommen. GG. Ach du Scheiße. Ist nur Dreiecken, wo die Gegner kommen, kann das. Ne, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Ne, 5. Hä? So, hier kommt er. 1, 2, 3. Oh. Aber hier haben wir auch noch was, was wir schützen müssen. Ein ja. Gasleck. Scheiße. Tag. Anwesend. Merkwürdig. Irgendwo da hinten. Ich will dir oben an dem zweiten, was man verteidigen soll. Ja, ich will dir meine Mana geben. Damit du wieder verteidigen kannst. Nice. Water Trap. Dann bauen wir deine Verteidigung. So, und hier muss ich das auch nochmal orientieren, ey. Bei drei Punkte verteidigen. Bei hier kommt nochmal was raus. Hier kommt was raus. Würde ich sagen, mache ich hier meine Verteidigung da, wo das Gasleck ist, oder? Tja. Die Fallen sind schon ziemlich nice. Oh. Die Wasserfalle spült Gegner runter. Yep. Okay. Wir haben jetzt wie viele? 1, 2, 3, 4? Ist das richtig? Wir haben 4 Ecken, wo Gegner kommen. Nee, 5. Oder? 4. Ein Weg ist blockiert. Ja, genau. Durch Wasser. Und solange ich das da oben dann verteidigt bekomme, würde ich sagen, ist es auch möglich. Jo. Sollte ich das da oben nicht verteidigt bekommen, kommen hier auch nochmal Gegner raus. Wo ich gerade stehe. Also, ich versuche hier in der Ecke zu stehen. Brauchst du noch Punkte? 170 hätte ich noch. Ich muss erstmal gucken, wie findet die Falle hier? Oder was hat die denn für einen Radius? Ah, da vorne. Bis da siehst du das schon. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber also ein klein wenig. Teidige ich auch direkt da vorne. Hier würde ich sagen, hier ungefähr hier. Ja. Ja. In der Treppe. Genau. Machen sie gut. So, ich habe nur noch 80. Ja gut, dann kann ich hier weiter aufbauen. Jo. Die Nimbus-Wolke. Oh. Ich guck dir ein bisschen zu beim Aufbauen. Das war das falsche Spiel. Erfahrt's. Junge, Junge, Alter, der baut hier richtig viel auf, ey. Und ich baue hier nix, ist auch scheißegal. Ich benutze meine Skills, die machen mehr Schaden als meine Verteidigungsdinger. Gefühlt zumindest. Ich habe keine Punkte mehr. Und was macht die so schön da unten? Dein Nest kannst du da theoretisch eigentlich wegnehmen. Theoretisch eigentlich, ja. Kannst du entweder hier mit ranpacken oder gibst mir noch eins, dass ich hier noch einen Ramster mit ranpacken kann. Hast du noch Geld für eine Valkyrie hier hinter die Dinger? Jetzt nicht mehr. Ja. Macht nichts. Ja, oh, ja, eine Valkyrie passt soweit nicht. Ne? Deswegen mache ich ja meine Ramster hier hin. Ach so, okay. Weil er kann seine Verteidigung quasi nur innerhalb des Baumradius bauen. Ach so, jetzt, das kann man. Braucht den Baum. Braucht den Baum, ja, ich brauche den Baum auch. Ich bin ready. Ready to go. Versuche ich jetzt mit zu verteidigen. Oh, da kommen sie direkt raus, die Schweine. Schweinepriester.
Gynäkologen hier. Oh, hier sind Echsen. Ja! Ja, und die Echsen, die stecken viel ein, ey. Ich bin runtergefallen. Na toll. Ja, auf dieser Map kann man anscheinend runterfallen. Kann anscheinend nämlich nicht schwimmen. Nee. Unsere Characters sind zu schwimmig, schwimmig machen. So, zwei Echsen sind schon mal down. Und die dritte Echse auch. Achtung, fliegende Drachen. Was? Wo? Ich habe es auch mal gesehen. Seine ersten Drachen. Weil sie sonst immer direkt vor seiner Nase gestorben sind. Ja. Ich sehe einfach gerade gar nichts. Und wieder fliegende an, oder was? Nee. Kann ich ja irgendwo eine Option kann man ein bisschen hochstellen oder so? Ich repariere mal gerade hier die zwei Kollegas. Nee. Das kann man nicht hochstellen. Ich sehe einfach nichts. Komm auch schneller, Junge, schneller. Ja, Achso, hier ist eine Treppe. Hier kann ich einfach die Treppe hochgehen. Ist aufregende Musik dabei. Schön. So, wo ist jetzt hier noch einer? Da unten, wo die Wolke ist. Hier sind sogar Items, die hier rumliegen. Nice. Achso, wir müssen ja noch so eine Truhe mal aufmaken, hä? Ja. Wo sind sie denn, die Truhen? Ich sehe sie nicht. Guck doch auf der Karte. Ja, die Karte hier, die ist total behindert. Jetzt auf einmal. Upgrade. Oh lol. Ja gut, das war jetzt nicht so pralle dann. Nein, das kann ich nicht wirklich, oder? Könnte theoretisch den hier machen. Bloody, du kannst noch mehr Harpien in deinem Baumradius bauen. Ja, ich weiß. Schau mal, wo ich bin. Hm? Hier oben, auf den ja. Rohren. Ja, dann hab ich die ganze Zeit schon. Wenn ich nicht im Nahkampf besser wäre, würde ich da oben auch stehen. Rabbit, 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 Rabbit. Ich meine, da kommt zwar eh keiner durch, aber hey. Brauchst du noch 17 Punkte? Wir haben noch 4 Punkte. Das waren insgesamt 21. Ja, aber braucht jemand 17 Punkte? Ich hab selber noch. Ja, oder gib mal her, gib mal her. Danke. Oh. Ja. Ja. Hier oben sind noch ein paar Punkte. Ach, da oben. Warte, runter. Ne, ich hab's. Ha! Das ist ein Frosch. Ja, ich weiß. Froschi. Froschen. So, soll ich jetzt mal ganz böse sein? Froschen. Jetzt wird der Frosch geopfert. Oh! Frosch wird geopfert, um uns zu heilen. Hast du, du hast da was drauf gebaut? Bin bereit. Alle Barrikaden repariert soweit? Ja. Die ist auf der Karte. Von daher können wir losgehen. Mir einfach durch. Geht schon. Ups. Okay, ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Drachen-Dinger da schnell zu töten. Ist das so? Ja. Kann das sein, dass die Drachen empfindlich gegen Blitze sind? Nö. Nein?
Oh, meine Blitzstation ist auch schon kaputt, ne? Ne, ist nicht kaputt. Gut, dass meine Waffe auf Blitz basiert. Drachen. Richtiger Drachen. Wasserreservoir unter Attacke. Heim mögen Drachen, keine Geister. Eins. Scheiße. Es ist. Die Map hätten sie ruhig ein kleines bisschen heller machen können oder so, ne? Würdest du? Ja, ja, ich sehe halt einfach nur nix hier. Ja, was schubst mich denn hier? Gerade repariert. Ach, ich will nicht sagen, aber wie Sau rum oder was? Werde ich sagen, aber unsere Helden brechen mit Frosch rum. Ha? Unsere Helden hier quatschen mit dem Frosch. Rabbit? Ey, ich teleportiere mich hier rum. Okay. Wie komme ich jetzt hier hoch? Dieses Spiel, Alter. Irgendwas leckt hier gerade richtig hart bei mir. Ja, leckt ein bisschen bei dir. Nee, das liegt nicht nur bei mir, wenn ich mich wenigstens normal bewegen würde, aber mein Charakter teleportiert sich halt einfach. Hast du vielleicht einen Buff oder sowas? Nein. Selbst wenn, das war kein Buff, das ist einfach nur behindert. Warte, mir fehlt genau eins, scheiße. Einer? Ja. Hier. Danke sehr. Ich glaube, der Blitz-Upgrader hier, der war gar nicht so verkehrt. Aber sag mir mein Gefühl. Ich habe hier unten mal einen Ramster verkauft, dass ihr das wisst, und stattdessen hier oben mal Bogenschützen gemacht, die auch Luft angreifen. Hm. Ah, ist ja gut. Bin ich bereit. Dito. Okay, der Leck scheint vorbei zu sein. Combat Face? Face, du. Ach du Scheiße. Level up! Nice! Fliegender Drache? Jetzt nicht mehr. Nee, dein Bogenschütze hat den gar nicht gesehen, weil der hinter deinem Bogenschütze war. Mein Bogenschütze kann in zwei Richtungen angreifen, da greift nur recht langsam an, das ist das Problem. Ja, der stand auch mit dem Rücken zu dem, hat sich da überhaupt nicht bewegt. Deswegen sage ich. Oh, ciao! Ich werde einfach unter. Oh, scheiße. Uiuiui. Sieht ein bisschen schlechter aus. Ja, geht noch. Bitte schön. Ah, hier ist ein Drache, alles klar. Oh nein. Ihr müsst zum Baum. Brauch Mana. Jesus, die brauchen dringend. Ach du Scheiße. Nein! Mana! Okay, ich wurde voll geheilt. Ja, wird man ja immer am Ende der Runde. Nein, nicht immer.
Dachte schon. Nein, manche Maps nicht. Bei dir kommt hier gleich ein Boss raus. Du was? Okay. Das war unnötig. Nö, nö. Doch, es war unnötig. Im Zweifel. Wenn der Boss jetzt nicht bei mir kommt, wollte ich nämlich jetzt fix meine Barrikaden austauschen und stattdessen den Koloss hinbauen. Oh, dann ist es zu spät. Jetzt kannst du den nicht mehr bauen. Wie viele Punkte doch, hab ich schon. Achso. Ich hab den jetzt hier hingeflackt und auf Stufe 3 gebracht. Jo, gut. Ein paar Punkte über. Lobby. Wir haben noch 37 Punkte. Dann gib mir bitte, dann kann ich den Baum hier aufpushen. Hier fehlt eine Barrikade, ne? Ja, okay. Wenn ich Mana hätte, könnte ich aufbauen. Wie viel brauchst du? 40. Okay, warte mal. Ja, warte, ich hab. Vielleicht kann ich ja noch das Ding hier verkaufen einfach. Ich weiß nicht zum Verkaufen. Genau 40 habe ich jetzt. Ja, läuft. Genau 40. Vorher das Geld hier einsammeln. Geld? Ja, Geld. Geld. Geld, Geld, Geld. Nein, Geld. Ich wäre ready. Ja, ich auch. Warte. Los geht's. Hallöchen, Boss. Water Reservoir unter Attack. Wir sind wieder als fliegende Drache unterwegs. Ja, das ist letzte Welle. Ja, können wir nochmal richtig raushauen. Ja. Verprügeln wie Sau. Ah, ich sehe sie bloß blitzen. Ja, Entschuldigung, ist mein Schwert. Hm, das war's schon? Ah, das war's schon. Ich hab hier oben Probleme. Aha, jo, aha. Weil du deine Verteidigung nicht gebaut hast? Ja, doch. Aber das Ding ist ein Fernkämpfer, woher soll ich das denn wissen? Alter, der hat zum Glück nicht viel HP, oder? Ja, so, nicht HP. Mehr! Alles ich klar. Hab den schon eine ganze Weile runtergeschossen. Na, endlich! Und wie du siehst, hat meine Verteidigung hier lange gehalten. Ja. Auch letzte! Loot. Level 24! Geld. 25! Geld. Loot! Mein Loot! Ganz viel Geld. Ich darf! Wo ist meine Truhe? Alter, was kriegst du denn hier als Geschenk? Defense Siphon Side D. What? Haben wir hier noch ein bisschen Stuff irgendwo rumliegen? Jo, haben wir. Nice. So, da ist auch noch was zu looten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Dungeon Defenders 2.
Haut rein, bis dahin und tschüss. Ciao.